Ich verbringe sehr viel Zeit in der Natur und am Wasser. Viele Tage und Nächte im Jahr, möglichst weit weg von der Zivilisation. Im Gepäck habe ich immer mindestens eine Angelrute und eine Kamera. Beim Angeln landet des Öfteren ein Aal, Zander, Hecht oder ein anderer Flossenträger in meinem Keschernetz. Und ich weiß nicht, wie viele Monduntergänge, Sonnenaufgänge, Gewitterwolken, Regenbögen, blutrote Wolken oder Morgennebel ich dabei schon bewundern durfte. Aber ich kann davon einfach nicht genug bekommen. Manchmal kann es passieren, dass sich die Schilfeimer verdächtig bewegen. Und ein paar Momente später darf ich dann eine Fischotterfamilie beim Schwimmen, Tauchen und Jagen beobachten. Oder nachts dringen unheimliche, komische Geräusche aus dem Schilf. Auch für diese war offensichtlich eine Fischotterfamilie mit sehr kleinen Jungtieren verantwortlich. Leider ließen die sich nur einmal ganz kurz blicken. Und das hier ist übrigens kein Fischotter, ein amerikanischer Nerz oder Mink.
den wir anfangs allerdings für einen Fischotter hielten. Es ist Frühling am Kiessee. Eigentlich ist das Wasser noch viel zu kalt zum Schwimmen. Nur Schwäne, Blässhühner und Haubentaucher ziehen ihre Bahnen. Aber auf einmal erscheint dieser abgehärtete Rehbock. Er schwimmt tatsächlich einmal über den kompletten See, um dann im Schilf zu verschwinden. Den Anlass für seine Schwimmeinlage konnte ich nicht ergründen. Nach dieser Leistung kann man seine Freude durchaus auch mal zeigen. Freude sieht man auch diesen munteren Hasen an. Auf dem Weg zur Oder entdeckte ich sie am Wegesrand auf einer Wiese. Und weil sie so sehr mit dem Genießen der Frühlingssonne beschäftigt waren, konnte ich ihn mit der Kamera schon ganz schön nah auf den Pelz rücken. Mir sind in letzter Zeit beim Angeln oftmals Füchse ziemlich nah auf den Pelz gerückt. Dieser hier, beim Nachtangeln am Kanal, interessierte sich sehr für unsere Köder. Dieser prächtige Kerl hier ließ mich eine ganze Weile bei seiner erfolgreichen Mäusejagd am Oderdeich zuschauen. Dabei ist mir wieder bewusst geworden, wie entspannt und klug diese Tiere eigentlich sind. Im Norden Brandenburgs gibt es viele Fischadlerhorste auf Hochspannungsmasten. Und so sehe ich diese herrlichen Vögel häufig, zum Beispiel beim Angeln an der Havel. Im vergangenen Sommer konnte ich einen von ihnen vom Floß aus bei erfolgreicher Jagd filmen. Leider, wie so oft bei mir, ohne Stativ. Daher ist die Aufnahme ziemlich verwackelt.
sicher eines der schönsten Tiere, das mir regelmäßig am Wasser begegnet, ist der Eisvogel. Beim Angeln sehe und fotografiere ich ihn oft eher schlecht als recht. Aber einmal, es war im vergangenen August, da saß er bei schönstem Morgenlicht 5 Meter vor mir vertrauensvoll auf meiner Angelrute. Als wollte er mir zeigen, dass wir Kollegen sind. Und das hier ist übrigens kein Eisvogel, auch wenn die Taube das natürlich nicht wahrhaben will. Und hier kommen noch ein paar Momente, die ich außerdem im letzten Jahr mit der Kamera eingefangen habe.
Thank you.